Hau, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in einen Adventskalender rein, den gab es noch nie, denn das ist der erste, den Dejan rausgebracht hat. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in diese Schätzelein reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender kostet 135 Euro, soll einen Warenwert von 220 Euro beinhalten und ich gehe von ganz viel Haarpflege aus, denn der liebe Dejan ist tatsächlich Deutschlands bekanntester Hairfluencer, wenn ich das mal so richtig gehört habe. Ein super sympathischer Typ, da müsst ihr auf jeden Fall mal auf Instagram vorbeischauen. Und hier steht drauf, enjoy the best time of the year. Und was ich richtig cool finde, Nicole hat Dejan angeschrieben und gesagt, hey, du, Claudi und ich würden den gerne auf YouTube vorstellen. Ist es möglich, dass du unsere Bestellung ein bisschen eher versendest, dass wir den auch ganz schnell vorstellen können? Und tada, er hat's gemacht. Ich finde es so großartig. Here we are, ne? Vielen, vielen Dank, lieber Dejan. Ich freue mich mega und bin gespannt, was hier drin ist. So, der Schuber ist entfernt. Das Ding glänzt trotzdem noch wild vor sich hin. Oh mein Gott, also das ist echt krass. Ist fast schon wie holographische Alufolie hier. Und loben zu erwähnen ist definitiv direkt, wir haben Zwischenebenen. Yay. Okay, der 1. Dezember. Wie riesig kann ein Büchschen sein, ne? Oha, haben wir hier nur Full-Sizes drin? Das wäre ja natürlich der Wahnsinn. Schwarzkopf Taft Power. Ein Haarspray mit Halt 5 Haptiksystem, kaschmirartige Geschmeidigkeit. Sammy ist jetzt auch wach geworden. 250 Milliliter sind hier drin enthalten. Ja, braucht man auf jeden Fall, wenn man Haarpflege bzw. auch Haarstyling macht, ne? Also für mich ist das meine maximalste Frisur. Ich sag mal, die Wellen, die kommen davon, dass sie irgendwann mal in einem Bommel waren und dann habe ich sie irgendwann rausgelassen und jetzt sehen sie so aus, weil ein bisschen Haaröl drin ist. Viel mehr mache ich nicht. Ja, finde ich aber cool, dass hier Haarspray drin ist. Viele wird das sehr freuen, denke ich mal. Der 2. Dezember ist schon wieder so ein Oschi. Apropos 2, solltet ihr Bock auf eine zweite Meinung haben, schaut natürlich bei Nicole vorbei, ne? Denn die stellt ihn jetzt auch gerade vor. Ey, nicht kleckern, sondern klotzen. 400 Milliliter. Da haben wir Schwarzkopf Gliss, die Aqua Revive Feuchtigkeit, 4-in-1 Bonding Haarmaske. Auch hier dieser Haptik-Hyaluron-Komplex mit drin für normales bis trockenes Haar. Sanfte Pflege, nährt und repariert. Holla die Waldfee. Also das ist ja wohl mal richtig, richtig, richtig geil. Finde ich großartig. Kann man nicht anders sagen. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Das haben schon über 40.000 Leute in letzter Zeit gemacht, beziehungsweise in den letzten 6 Jahren. Vielen Dank, dass ihr da seid. Leute, es ist großartig. Ich freue mich. Und ich habe hier auch mir schon was aufgeschrieben, denn es gibt natürlich auch in diesem Video wieder was zu gewinnen, denn 40.000 Leute sind erreicht worden und ich verlose 40 verschiedene Sachen in verschiedenen Videos. In diesem Video gibt es den rosanen Müller-Adventskalender zu gewinnen und einen selbstbefüllten Adventskalender. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal rein. So, jetzt hier mal, ne? Wow, was ist das denn? Neki, das ist, glaube ich, auch so eine Marke, die es auch recht neu in der Drogerie gibt, ne? Signature Blend Styling Spray Diamond Glass. Oha, oha, wie geil ist das denn? 180 Milliliter. Das ist ein richtig schönes Produkt. Also es sieht super schön aus. Super edel, ne? Boah. Und freue ich mich drauf. Das ist definitiv so ein Leave-In, ne? Sofort seidige und glatte Textur mit unglaublichem Glanz. Das kann ich gut gebrauchen. Hier haben wir die Nummer 4. Und drin enthalten ist ein Produkt, was ich auch schon mal verwendet habe. Ich liebe die L'Vital Dream Length Reihe. Defeat the Heat, ein Hitzeschutzspray mit Vitamin- und Rizinusöl, ein Leave-In. Super, langes, glattes Haar. Das ist natürlich dann ein bisschen blöd, wenn man kein langes, glattes Haar hat, ne? Aber ich freue mich drüber, denn ich habe langes, glattes Haar. Ja. Ist auch gegen Frizz und Schutz vor Luftfeuchtigkeit, genau, Hitzeschutz und so weiter. Das mag ich, das Produkt. Am 5. Dezember haben wir was drin enthalten, wo auch wieder viele sagen, yay, aber ich sage nee, weil ich es nicht verwende. Das ist von Balea das Kopfhaut-Sensitive Trockenshampoo mit Panthenol für eine langanhaltende Frische. Das ist wahrscheinlich so ein frisch gewaschener Wäscheduft quasi, auch wenn es parfümfrei ist, ne? Also für mich ist es nicht unbedingt was, weil ich halt kein Trockenshampoo verwende. Ich wasche mir halt jeden Abend die Haare, einfach weil ich ein kleines Kind habe und der mir ungefähr alles in die Haare reinschmiert im Laufe des Tages. Oder ich halt diese Mütze trage und darunter
ist ein Milieu. Und dementsprechend, ja, genau, ist es halt einfach so. Ist aber schön, dass es drin ist, weil ich finde, sowas gehört auch in so einen Adventskalender. Und ich finde es so spannend zu entdecken, wie viele unterschiedliche Haarpflegeprodukte es gibt, oder? Nikolaus, der 6. Dezember, ist für mich ein so wichtiger Tag. Ich weiß nicht. Also für mich ist es kein Nikolaus-Produkt, bin ich wirklich ehrlich, ne? Es ist ein Produkt, was ich in der Theorie verwenden könnte, weil ich lange Haare habe. Leute, die kurze Haare haben, können es halt nicht verwenden. Außerdem bin ich jetzt überhaupt nicht so der ultimative Fan von Haarklammern, auch wenn das eine sehr hübsche Haarklammer ist. Naja, schwierig. Klett Clara. Eigentlich müsste ich es lieben wegen dem Namen, ne? Ja. So schaut's aus. Es ist eine Haarklammer am 6. Dezember. Vielleicht wollte Dejan hier irgendwas reinpacken, was dann ja auch so beständig ist und nicht, was du aufbrauchst. Wisst ihr, was ich meine? Oh, ich hoffe nicht, dass wir in der 24. ein Scrunchie drin haben. Bitte nicht. Am 7. Dezember ist hier was drin enthalten, was ich auch schon mal auf seine Empfehlung damals hin tatsächlich gekauft habe. Bei mir hat es leider nicht ganz so gut funktioniert, weil ich morgens nicht Haare wasche. Das ist das Schwarzkopf-Gliss-Night-Elixier. War klar, dass es reinkommt, ne? Reparatur über Nacht. Auch hier diese Haptik-Perlen-Extrakt-Gedönsen. Ja, intensive Pflege. Und das machst du dir halt nachts drauf, ne? Also abends drauf und lässt es über Nacht einwirken. Und am besten kannst du das halt wirklich am nächsten Morgen auswaschen. Ja. Also für mich war das halt nicht so das Produkt, weil ich danach halt echt, also das sah sehr, sehr strähnig und sehr fettig bei mir auf dem Kopf aus, leider. Ich weiß aber, dass viele das hart feiern, sonst wäre das nicht ständig ausverkauft, ne? So, die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht und das ist ein Everyday Shampoo, Zuckertensidformel von Sebamed, schonende Reinigung und sanft zur Kopfhaut, seifenfrei. Das finde ich super interessant. Da sind 200 Milliliter drin enthalten. Das ist auch etwas, was man immer wieder bei diesen Hairfluencern auch hört, ne? Dass man milde Shampoos verwenden soll und wenn man halt wirklich Tiefenreinigung braucht, ab und an mal ein Tiefenreinigungsshampoo. Und da muss ich auch sagen, von den Tipps, die ich so bei Dejan bekomme, habe oder auch bei anderen seiner Kollegen. Meine Haare sind dadurch besser geworden. Das stimmt tatsächlich und deswegen bin ich sehr gespannt. Das kenne ich nämlich noch gar nicht. Auch in der Nummer 9 dürfen wir uns über eine Originalgröße freuen. Meiner Meinung nach blöd aufgeteilt, denn wir hatten jetzt gerade ein Shampoo und bekommen wieder ein Shampoo. Bin ich ehrlich, ne? Das besser aufteilen, also dass man da halt irgendwie schon so 6 Tage zwischen hat oder so. Das ist das Gliss Liquid Silk Lunge Shampoo für sehr weiches, seidiges Haar, normale Pflege. Finde ich super. Also ich mag sehr, sehr gerne die Shampoos von Gliss. Hab die auch schon viel verwendet. Müsste ich auch mal wieder endlich machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und aufhören hier ständig irgendwelche Sachen zu testen, sondern halt das verwenden, wo ich weiß, dass ich das liebe. Und genau, im Prinzip ist es ein anderes Shampoo als das, was wir eben ja schon drin hatten. Trotzdem, es ist halt noch ein Shampoo, das ist blöd aufgeteilt, aber trotzdem ist es schön, dass es drin ist. In der Nummer 10 darf es mit etwas weitergehen, was ich als nicht so geil empfinde. Es ist mit Purish, was ich geil finde. Ich liebe Purish. Da habe ich auch den Code CLAUDISWELL10 für 10% Rabatt auf alles von meiner Favoritenseite, auf den kompletten Sale. Ne? Schaut da gerne vorbei, wenn ihr möchtet. Das gilt tatsächlich sogar auch auf viele, viele Adventskalender. Ne? Naja, auf jeden Fall ist das ein 10-Euro-Gutschein, was ich persönlich toll finde. Aber du hast einen Einkaufswert von 25 Euro hier als Mindesteinkaufswert. Das finde ich blöd. Ne? Das finde ich nicht cool, deswegen wird sowas auch nicht in den Gesamtwert von mir persönlich mit reingerechnet. In der Nummer 11 haben wir ein Produkt drin enthalten, was ich von der Marke noch nicht kenne. Ich kenne das nur von anderen Marken und mag das sehr gerne. Balea Glossy and Long, ein Haaröl-Elixier, intensive Pflege und seidiger Glanz für langes, geschädigtes Haar, Pflegeformel mit Rizinusöl, finde ich per se total toll. 20 Milliliter sind hier drin. Auch sowas können halt wirklich nur Leute verwenden, die wirklich lange Haare haben. Weil wenn du so richtig kurze Haare hast, kommst du da nicht so gut mit an die Haarspitzen halt dran. Ne? Ja, ich verwende immer Haaröl, habe ich ja eben schon gesagt. Finde ich klasse. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Halbzeit, Leute. Der 12. Dezember enthält etwas von Professional Sebastian, den Reshaper. Das ist ein Stronghold Hairspray mit 50 Millilitern. Ja, das ist halt dann so zum Verreisen oder so oder für die Handtasche für zwischendurch, ne, wenn man halt irgendwie wirklich dann auf einer Party ist und dann nochmal nachlegen möchte oder so. Es ist das zweite Haarspray, aber es ist weit genug vom ersten entfernt, deswegen ist es vollkommen in Ordnung. Am 13. Dezember habe ich etwas von Redken hier drin enthalten und zwar Acidic Bonding Concentrate, ein Leave-In-Treatment mit Citric Acid und 5% Bonding Care Complex. Oh, das ist interessant. 150 Milliliter sind hier drin. Intense Conditioning. Okay,
150 Milliliter, wie gesagt, ne? Und das ist eine Leave-in-Creme, wenn ich es richtig verstehe. Kenne ich so gar nicht. Auf das saubere, feuchte Haar anwenden, einwirken lassen, nicht ausspülen, wie gewohnt stylen, Kontakt mit den Augen vermeiden. Ja, cool. Ja, auch bei diesem Produkt war ich mir sehr sicher, dass es mit reinkommt, ne? Am 14. Dezember haben wir dieses Glycolic Gloss Spülungsprodukt von L'Oréal. Glättet die Haaroberfläche, ja, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie gerade einen komischen Satz gesprochen, ne? Glättet die Haaroberfläche perfekt mit 11% Glosskomplex und Glykolsäure, stumpfes, glanzloses Haar. Genau, das macht man sich als letzten Schritt von der Haarwäsche in die Haarlängen und Spitzen rein. Finde ich schön, kann man auf jeden Fall mal gut gebrauchen. Und ich bin zwar nicht so der ultimative Fan von der Glycolic Gloss-Reihe, aber das Shampoo fand ich, glaube ich, echt gut. Quatsch, die Spülung. Reden. Am 15. Dezember habe ich was drin von Eucerin, Urea Repair. Also 10% Urea, intensive Feuchtigkeitslotion, lindert Juckreiz und glättet die Haut. Interessant. 250 Milliliter, das ist für den kompletten Körper eigentlich, ne? Weiß ich nicht. Ja, wir haben zwar einen Haarpflege-Adventskalender, aber stand nirgendwo, dass hier nur Haarprodukte drin sind. Ich finde es einfach mal eine schöne Abwechslung, um das mal so zu sagen. Ich mag auch gerne Eucerin-Produkte. Urea liebt meine Haut. Kann ich gut gebrauchen. Der 16. Dezember enthält ebenfalls ein Shampoo, aber das ist eins von denen, wo ich eben drüber gesprochen hatte, dieses Tiefenreinigungsshampoo von Swiss Opal. Das ist halt auch so ein Klassiker, ne? Also die wirken halt nicht so super sexy, sind aber eigentlich ganz geil von den Produkten her. Ja, das ist mit dem Limettenextrakt zur Reinigung und Glanz geben, entfernt Rückstände und Ablagerungen. Genau, 250 Milliliter sind hier drin. Sowas verwende ich so alle 1 bis 2 Wochen einmal, ne? Also sonst verwende ich das halt nicht, brauche ich ja nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel viel Trockenshampoo, viel Haarspray oder Stylingprodukte verwendet, kann das eigentlich ganz gut sein, dass man das vielleicht auch wirklich mal wöchentlich anwenden könnte. Ja, interessant. Jetzt ballern die das aber so ein bisschen durcheinander raus, ne? Oder eben nicht durcheinander. Am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, habe ich hier auch was drin, wo ich mit gerechnet habe, dass es drin ist. Die L'Oréal El Vital Hydra Spülung ist es nämlich. 72 Stunden feuchtigkeitsversiegelnde Spülung für feuchtigkeitsbedürftiges Haar. Hier sind 200 Milliliter drin. Auch das letzter Schritt halt von der Haarreinigung, ne? Kommt das in Längen und Spitzen rein. Und ja. Ich finde es cool. Ich habe, glaube ich, diese Reihe. Doch, ich habe die da. Ich wollte die auch mal ausprobieren. Und fand das auch immer ganz spannend, wenn er dann auch davon erzählt hatte, dass die halt so gut sein sollen. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember und es ist wieder kein Haarprodukt. Eucerin Oil Control Anti-Glanz-Effekt Dry Touch, ein Face Sun Gel Creme. Ultraleichte Textur, Mischhaut bis unreine Haut habe ich jetzt nicht. 50 Milliliter sind hier drin enthalten, aber ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem ein Produkt sein könnte, was ich zusätzlich zu meiner regulären Skincare verwenden könnte. Muss ich mal gucken, ne? Ja. Finde ich sehr spannend und habe ich auch noch nicht ausprobiert. Doch, glaube ich, oder nicht? Nee, nicht diese Variante. Ich hatte, glaube ich, mal davon irgendwie eine Probe, aber nicht von dem hier. Nee, nicht von so einem Gel. Ja, auch das ist ein Produkt am 19. Dezember, was ich bei ihm schon so häufig gesehen habe, von L'Oréal Glycolic Gloss. Die 5 Minuten Haarlaminierung zum Ausspülen versiegelt die Haaroberfläche mit einer langanhaltenden Glanzschicht. Und ja, da haben wir auch diese 17% Glanzkomplex mit Glykolsäure drin. Auch das eine Originalgröße, das sind hier alles Originalgrößen, ne? 200 Milliliter sind hier drin. Habe ich auch angewendet. Fand ich okay. Ne? Es war für mich jetzt nicht so ein extremer Schlüpperstürmer, aber es war ein gutes Produkt. So. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Und bei diesem Produkt muss ich halt wirklich sagen, okay, wenn wir hier so ein paar Produkte drin haben, die jetzt nicht unbedingt haar-related sind, hätte ich die einfach auch ein bisschen anders aufgeteilt. Also ich habe jetzt hier das vierte Nicht-Haar-Produkt. Das heißt, ich hätte so alle 6 Tage ein Nicht-Haar-Produkt reingepackt. Das ist ein Produkt, was ich super finde. Geek and Gorgeous, der Jelly Joker. Da sind 150 Milliliter drin. Also er hat ja auch wirklich eine Originalgröße reingepackt. Das gibt es ja auch nochmal in einer kleineren Variante. Ich finde es klasse. Das ist ein super toller Gesichtsreiniger. Sehr mild, sehr angenehm und trotzdem sehr gut reinigend, ne? Schön, dass es drin ist, aber wie gesagt, auch hier leider nicht ganz so gut aufgeteilt. Am 21. Dezember haben wir ein Produkt drin, wo ich mich einfach nicht dran traue. Olaplex, Leute. Alle schwärmen davon und so weiter. Aber ich höre auch immer wieder, dass es eigentlich eher für blond gefärbte Haare sein soll. Ich habe halt originalblonde Haare und nicht gefärbte Haare. Und da habe ich einfach Bedenken, ob das überhaupt was für mich ist. Aber ich glaube, dass die Nummer 3 etwas ist.
Ist das nicht so ein bisschen wie ein Conditioner oder so? Also im Prinzip, dass das auch etwas ist, was jeder verwenden kann oder so. 30 Milliliter sind hier drin. Und hier weiß ich aber tatsächlich nicht. Nee, this is not a conditioner. Nein. Use before shampooing. Not a conditioner, it's a bond builder. Ah, siehste, guck mal nochmal. Also das ist kein Conditioner, das ist nochmal irgendwie was anderes. Traue ich mich nicht dran. Muss ich ganz ehrlich sagen, nee. In der Nummer 22 haben wir ein Haartool drin enthalten, die zweite und letzte Schnapszahl. Das ist von Invisibobble, Original Hair Spiral. Das sind drei Stück hier drin enthalten, verwende ich ständig. Ich müsste hier auf diesem Tisch auch irgendwo meins liegen haben. Genau, das versteckt sich gerade hinter diesem Riesenpott-Haarmaske. Ne? Also habe ich auch selber immer in Anwendung. Ich finde die klasse. Hier soll vielleicht einfach auch nochmal darauf verwiesen werden, dass man ja auch unterschiedlich seine Haare tragen soll, damit die auch unterschiedliche Richtungen haben. Ne? Das schützt ja auch irgendwie vor Haarbruch und Schlaffrisur. Genau. Das ist auch eine Sache, die ich von dir schon gelernt habe. Ne? Wobei, einen Bommel mache ich mir eigentlich schon seit Jahren, aber ich habe gelernt, ihn vorher zu föhnen. Also nicht als Bommel, sondern dann halt die kompletten Haare und dann halt erst einen Bommel machen. Auch am 23. Dezember haben wir ein nicht so ganz haar-related Produkt hier drin enthalten. Das sind die Balea Hydrogel Augenpads mit Hyaluron, Wolkenblumenextrakt und Niacinamiden. Das sind halt Augenpads, die auch wirklich jeder Hauttyp verwenden kann. Da muss man sich gar keine Sorgen machen. Ne? Würde ich eher so abends anwenden, muss ich gestehen, wegen der Niacinamide. Man kann Niacinamide aber auch morgens anwenden, gar kein Problem. Ne? Aber das ist halt so, wie ich meine Routine habe. Ja, schönes Produkt. Eigentlich schon, ne? Muss man wirklich sagen. Und dass man es halt auch einen Tag vor Heiligabend drin hat, finde ich auch immer schön. Wenn ich selber Adventskalender packe, habe ich oft am 23. Dezember Augenpatches drin. Okay, am 24. Dezember Heiligabend haben wir auch wieder ein Produkt drin enthalten, was nichts mit Haarpflege zu tun hat. Das finde ich wirklich spannend. Aber auch hier wieder, es ist komisch aufgeteilt, oder? Naja, egal. Colibri Skincare, das ist der Hyaluron Booster. Und da sind 15 Milliliter drin enthalten. Das ist im Prinzip ein ganz klassisches Hyaluronsäureserum, was auch jeder Hauttyp gut verwenden kann. Kannst du morgens verwenden, kannst du abends verwenden, weil gerade in der kalten Jahreszeit haben wir alle auch eine etwas feuchtigkeitsbedürftigere Haut. Da macht das auf jeden Fall Sinn. Aber mich haut es jetzt als 24 nicht unbedingt vom Hocker, muss ich gestehen. Ja, jetzt habe ich den Adventskalender ausgepackt und ich glaube, bis auf dieses Olaplex Nummer 3 sind das komplett Originalgrößen und das finde ich total crazy. Also ich finde es mega geil. Für 135 € bekommt man hier einen tollen Adventskalender. Du hast hier natürlich überwiegend die Drogerieprodukte drin, weil das ist halt auch das, was er auch viel testet, was er dann auch empfiehlt, was ich auch gut finde. Ne? Das macht sein Content ja auch aus. Und deswegen hätte ich hier auch nicht drin erwartet, dass wir hier super teure Marken drin finden, bin ich vollkommen ehrlich. Und es ist einfach ein ehrlicher, fairer Adventskalender, wo meiner Meinung nach einfach noch ein bisschen Verbesserungsbedarf besteht im Sinne der Aufteilung. Ich persönlich hätte mir in der Nummer 6 irgendwie gewünscht, zum Beispiel, dass die Feuchtigkeitsmaske hier drin ist, also dass die 2 und die 6 getauscht werden. Hätte ich mehr gefeiert. In der 24 hätte ich persönlich mir gewünscht, dass wir da halt auch nochmal irgendwie einen Klopper drin haben, was Haarpflege angeht. Auch wenn das Serum wahrscheinlich einen guten Wert halt so hat. Ne? Aber ich habe mich jetzt eigentlich mehr so auf Haarpflege eingestellt. Ich finde es schön, dass wir auch nicht nur Haarpflege drin haben, also dass da auch das ein oder andere links und rechts mit dabei ist. Ja, aber das ist halt einfach ein bisschen komisch aufgeteilt. Bin ich vollkommen ehrlich, auch so zwei Shampoos hintereinander muss eigentlich nicht sein. Der ist auch tatsächlich noch verfügbar, Leute, ne? Ich setze euch mal den Link in die Infobox, schaut gerne mal dort vorbei. Schreibt mir gerne eure Meinung, aber bitte in die Kommentare, dass nicht nur ich was dazulernen kann, sondern auch Dejan, der es sicherlich auch lesen wird. Und ja, dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.